freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich glaube, das ist eine der lehrreichsten Veranstaltungen, die ich seit langem besucht habe. Ich möchte ganz gerne die Podiumsdiskussionsgäste hier mit hoch bitten. Einen darf ich noch extra vorstellen, Roland Eisenlauer von Zwickroll. Er hat keine Keynote gehalten, aber dafür darf ich ihn jetzt vorstellen. CTO, Technikvorstand eines großen Mittelständlers, Weltmarktführer, einer der Weltmarktführer im Bereich Materialprüftechnik. Das heißt, er macht beruflich Dinge kaputt. Mit viel Leidenschaft wieder Professor. Genau. Und damit sie eben hinterher nicht mehr kaputt gehen, und ist sozusagen unser Vertreter des Mittelstands, so wie Frau Richter eben Vertreter eines Global Players BMW ist. Ich darf Sie auch mit auf die Bühne bitten. Dann unsere beiden Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Gerne. Ich würde sagen, ja, genau, machen wir da die Frauenecke. Kommen Sie gerne hier. Alles gut, wunderbar. Und jetzt die beiden Wissen, setzen Sie sich ruhig alle schon. Genau, und Herr Professor Klauner, Herr Professor Zell. Dr. Dominik Bösel konnte heute leider nicht, wurde ja auch schon entschuldigt. Und ja, vielen herzlichen Dank. Die Leitfrage dieser Veranstaltung ist ja auch, übernehmen KI-gesteuerte Roboter das Leben in Zukunft. Also früher hatte ich Angst vom Terminator. Seit dem Vortrag von Professor Zell habe ich eher Angst, dass meine Mutter irgendwann mit dem mit dem Rollator mehr kurven muss, als sie eigentlich wollte. Die Schallmauer durchbricht oder platzende Hydraulikschläuche und ähnliche Dinge. Also meine Ängste haben sich ein wenig verschoben. Ich wollte trotzdem mal fragen, Professor Klauner, Sie haben gesagt, wir brauchen keine Angst haben. Professor Zell, Sie haben gesagt, Roboter vernetzen sich und lernen voneinander. Jetzt würde ich sagen, wenn die voneinander aber böse Dinge lernen, warum muss ich dann keine Angst haben? Ja, also, ich hoffe, das Mikro ist irgendwie an. Ja, genau. Ich weiß nicht, Sie haben ein Mikrofon auch? Oder? So, sollte an sein. Ach, jetzt. Ja, wunderbar. Genau. Also man kann natürlich alles zum Nachteil von irgendjemand einsetzen. Was nicht passiert, ist, dass das Ganze sich irgendwie verselbstständigt von allein. Würde der Mensch natürlich so etwas wie einen Terminator bauen und deployen, würde das unter Umständen natürlich zu Konsequenzen führen. Aber auch wenn man mal mit Generälen und Ministern redet, das will wirklich keiner, so etwas wie autonome Killerroboter, weil sowas könnte sich immer gegen die eigenen Truppen richten. Also man kann alles zum Nachteil von jemandem verwenden, auch mit einem Löffel kann man Menschen wehtun, deswegen haben wir aber kein Löffelverbot. Und bei KI, wir müssen es natürlich nach unseren Werten gestalten, es entsprechend einsetzen, aber es wird sich nicht verselbstständigen. Mhm. Herr Professor Zell, da gebe ich die Frage jetzt mal ganz kurz sozusagen an Sie weiter. Es wird sich nicht verselbstständigen, keiner will das. Aber Regulierung soll das ja auch verhindern. Aber wie Sie so schön gesagt haben, je mehr Leute ich in einem Projekt zum Beispiel habe, desto schwieriger wird es. Je mehr Regulierung ich habe, AI Act, desto komplizierter wird es. Kann man das verhindern? Ja, als Uni-Professor bin ich ja von der Regulierung, solange es Forschung ist und nichts passiert, noch nicht so, nicht so sehr betroffen. Wir müssen natürlich schon sogar unseren Tischtennisroboter sicher machen, ja, weil der Roboter selbst, der kann Menschen doch deutlich verletzen, weil er sehr schnell ist, auch aus Metall ist. Wir mussten ein eigenes System entwickeln, sowas konnte man nicht kaufen, weil wir wollten gleichzeitig erkennen, ob eine Person dem zu nahe kommt, aber die Tischtennisbälle, die dürfen natürlich runterfallen und die dürfen nicht dazu führen, dass es sofort stoppt. Also ich glaube, dass man Systeme sicher machen kann, wenn man das möchte, aber ich teile jetzt nicht die Meinung von meinem Vorredner, dass Roboter automatisch, auch KI-basierte Roboter automatisch immer sicher sind, gerade wenn sie beim Militär eingesetzt werden, denke ich, ist das was dann auch sowieso nicht mehr reguliert wird. Sie können dann nichts regulieren, was jetzt in Russland oder irgendwo anders passiert. Oder, aber jetzt, was wir regulieren können, ist jetzt der industrielle oder kommerzielle Einsatz von Robotern. Und ich glaube, da gibt es jetzt schon viele Regeln. Und die müssen wir jetzt nicht noch komplizierter machen. Als Unimann bin ich sowieso
gegen zu viele Regeln, die man da beachten muss. Wir haben Glück, dass wir als Forschung manches noch machen dürfen, was Sie dann als Firma in der Form schon nicht mehr machen können. Da muss ich gleich bei Frau Richter nachfragen. Sie haben das Wort Arbeitssicherheit erwähnt und grundsätzlich habe ich an Sie die Frage, Sie haben ja jetzt den Roboter da in Spartanburg ausprobiert. Das war zum einen ein amerikanisches Start-up, zum anderen war es ein Werk in den USA. Zwei Fragen. Hat das auch was mit einer weniger strengen Regulierung in den USA zu tun, dass die Dinger dort erstens entwickelt und zweitens getestet werden können? Und zweitens, können wir Deutsche sowas noch, wir Europäer? Denn von denen, die Sie da gezeigt haben, oder auch von den Firmen, die Sie gezeigt haben, wenig Europäer, kaum Deutsche. Ja, das setzt so ein bisschen die Vermutung nahe. Also Deutschland wirkt schon ein bisschen abschreckend auf die US-amerikanischen Robotikhersteller, eben wegen unserer, ich will nicht sagen Überregulierung, aber Maschinenrichtlinie, da kommt ein Update nächstes Jahr. Die verschiedenen ISO-Normen, die wir einfach einhalten müssen. Das gilt allerdings auch für unser Partnerwerk in Spartanburg. Also das BMW Group Produktionssystem muss überall gleich sicher sein, auch wenn die Landesregulierung durchaus ein bisschen weicheres Vorgehen zulassen würde. Also bei Figger geht es eher darum, die sind gut in den USA beheimatet und die haben wirklich viele Anwendungsfälle direkt vor der Haustür. Die müssen sich jetzt nicht sofort den Schuh Deutschland anziehen und Europa und probieren halt erstmal an heimischer Front. Und das war total spannend, so ein Figger-Robot auch erstmal, der kam in einer Kiste, also wirklich macht den Deckel auf und dann hebt man da so einen Roboter aus der Kiste raus. War schon ein bisschen scary. Unboxing, ja? So ein Unboxing, ja, genau. Okay, aber das Video wollen wir dann auch noch sehen. Genau. Aber Sie haben die Frage, ob wir da in Deutschland und in Europa hinterherhängen, noch nicht beantwortet. Ja, das ist ein bisschen schwierige Frage. Also wir hatten erst vor ein paar Wochen VDA-Workshop gehabt, haben jetzt in zwei Wochen wieder einen. Und der bewegt sich so ein bisschen mit der Frage, ob Deutschland auch in der Lage ist, einen humanoiden Roboter analog in San Francisco so in den nächsten zwei Jahren zu bauen. Es war eine ziemlich traurige Veranstaltung, die erste. Gucken wir mal, wie die zweite ausgeht. Aber es ist tatsächlich so, wir sind anders aufgestellt in Deutschland. Also Venture Capital ist bei uns halt einfach nicht so viel vorhanden. Man braucht viel geduldiges Risikokapital. Wir haben aber auch eine hohe das föderalistische System in Deutschland ist halt, ne? Jede Uni kriegt immer ein bisschen was, aber keiner genug, um wirklich einen Lehrstuhl zu betreiben, der sowas entwickeln kann. Und dann braucht es wieder jemanden, der es auch anwenden darf. In einem Forschungsförderprojekt darf ich es nicht sofort anwenden, sonst muss ich zurückzahlen, haben wir auch das Problem. Genau, und uns reichen halt oftmals die 80% aus dem Paper nicht. Wir haben eine 99,9% Ausfallquote, die passen muss. Und da haben wir einen riesengroßen Versatz. Und auf dem deutschen Markt habe ich außer den Neura-Roboter, den ich auch noch nie habe laufen sehen, also müssen wir den Herrn Rieger mal fragen, woran es eigentlich liegt, noch nicht viel gesehen. Und die beiden großen Einhörner, die wir hatten im Robotik-Startup, Franka Emeker ist mittlerweile verkauft. Agile Robots gibt es noch, hat aber auch chinesische Investoren eigentlich mehr oder weniger im Hintergrund. Genauso wie Neura ist auch eigentlich viel chinesisch investiert. Ich dachte, die haben es zurückgeholt. Wissen Sie mehr? Können wir uns gerne nachher mal zu unterhalten. Aber ja, ich würde mir auch wünschen, es würde irgendwas im deutschsprachigen Raum auch im Einsatz sein. Gut, ich denke, wir werden alle noch ganz viel mehr Gesprächsbedarf haben, als wir hier heute auf dem Podium befriedigen können. Herr Eisenlauer, an Sie jetzt die Frage. Ich meine, die Frau Richter hat einen Riesenkonzern im Hintergrund, der eben auch ganz, ganz viele Anwendungsfälle hat in verschiedenen Fabriken. Sie sind ein großer Mittelständler, setzen aber trotzdem auf Robotik, KI. Was können Sie denn denjenigen sagen, die jetzt vielleicht hier sitzen und denken, ja, ist ja toll, wenn BMW das macht, aber hier bei mir mit meinen Stückzahlen oder mit meinen Produkten, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich habe außerdem keinen, der Software kann und überhaupt ist es mir das alles zu kompliziert. Ja, ich denke, ein großer Unterschied zu bisher, wir hatten es vorhin gesehen, es sind riesige Engineering-Projekte gewesen, früher bis eine Automatisierung läuft. Und in der Zwischenzeit ist man dank KI und der einfachen Bedienbarkeit erschließt sich die Robotik meiner Meinung nach auch kleinen Mittelständlern, womöglich sogar auch im Handwerk oder in der Gastronomie, weil das Einrichten oder das Verändern der Aufgabenstellungen möglich ist und dann wird es kein so ein Riesenprojekt mehr, denn die Hardware ist nicht mehr so teuer
Und wenn der riesige Engineering-Anteil wegfällt, dann wird es einfach eine spannende Technologie und das sollte meiner Meinung nach, sollten da viel mehr drüber nachdenken. Mhm. Können Sie ein Beispiel geben, wo das bei Ihnen schon so funktioniert, wo Sie sagen, okay, das kann jetzt nicht mehr nur der Top-Mitarbeiter, den ich ganz schwierig, große Schwierigkeiten hatte zu kriegen, sondern das können fast alle bei mir? Ja, wir haben ein eigenes Produkt, also wir sind sowohl, wir setzen Robotik ein, aber wir bauen auch Robotik und wir haben jetzt ein eigenes Produkt, das wir jetzt vorstellen, als einen einfachen Prüfarm, der eine Probe in eine Maschine einlegt, einfache Hardware, sehr, sehr einfache Software, kann natürlich nur das und sonst gar nichts. Aber es macht dann halt Spaß. Wir hatten vorhin bis zu 100% Staff-Turnover gehabt. Und wenn Sie den Operator ständig neu trainieren müssen, dann wird der eigentliche ROI von was kostet so eine Prüfung gar nicht mehr so wichtig. Denn die Kosten drumherum, einen neuen Mitarbeiter finden, den einlernen, wird wesentlich teurer. Und so macht so eine Low-Cost-Einstiegsautomatisierung aus meiner Sicht Sinn und ich hoffe natürlich auch, denn es ist für uns ein Geschäftsmodell. Ja. Ist es tatsächlich auch so, Frau Richter, um jetzt noch einmal ganz kurz auf Sie zurückzukommen, dass sich das dann auch relativ schnell rechnet, weil der Roboter ja nicht kündigt? Ja, nein, also im Moment haben verschiedene Robotikhersteller unterschiedliche Vorstellungen, wie sie diese Produkte in die Industrie bringen wollen. Zu kaufen gibt es noch wenig. Die Idee ist, das als Leasingkonzept zu vertreiben. Und wenn ich dann bei roundabout 100.000 Euro Leasingrate pro Jahr bin, ist das für mich als Industriepartner noch kein Business Case. Das ersetzt mir das noch nicht, trotzdem drumherum. Jetzt ist die spannende Frage, der Elon Musk behauptet immer, er kommt bei 20.000 oder 30.000 Euro raus oder Dollar. Das ist die spannende Frage, wann das soweit ist. Das kommt dann eher in den Bereich der 4 Euro Arbeitsstundenleistung in China. Mhm. Das wäre dann eher ein Businessmodell. Aber es geht, wie wir es gerade eben schon gehört haben, eigentlich viel mehr darum, wie flexibel kann ich denn meine Produktion heute noch gestalten? Kann ich die überhaupt noch aufrechterhalten? Wenn ich früh in der Montage stehe und mir fehlen 50 Leute, was mache ich dann? Mhm. Ihnen fehlen 50 Leute, was mache ich denn? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Überleitung zu Frau Alpsteiger und Herrn Ansbacher. Ich würde jetzt, kann auch rüber. Sie haben noch eins, wunderbar. Genau, eine Bitte auch, sprechen Sie so in das Mikrofon rein, dann ist der Ton besser. Genau. Ich fange mit Ihnen an, Herr Ansbacher, weil das ist eher der Anwendungsfall, sorry. Mir fehlen 50 Mitarbeiter, das ist ja in der öffentlichen Verwaltung auch kein seltener Fall. Inwieweit können und tun Sie da schon ersetzen durch Robotik und oder KI? Sie haben ja schon einiges digitalisiert an Verwaltungsvorgängen, haben Sie mir vorher erzählt. Aber wo setzen Sie KI und Robotik jetzt tatsächlich in der Praxis ein? Also ich hoffe zunächst mal, dass das Amt des Oberbürgermeisters niemals durch einen Roboter ersetzt wird. Das weiß ich aber noch nicht, aber ich finde es voll spannend. Ich muss noch einen kurzen Schlenker machen zu Ihrem Vortrag, wenn Sie mir das ganz kurz gestatten. Ja, ich bin ja Jurist von Hause aus und Sie sagen ja vorher, es ist alles eigentlich schon geregelt und eigentlich gibt es gar keine Regelungsfragen mehr. Dann müssen wir uns nachher nochmal austauschen. Also der Open AI Act ist ja das eine, aber diese Frage, dass Sie sagen, es ist alles geregelt und wir müssen uns eigentlich überhaupt gar keine Sorgen mehr machen, das finde ich spannend, weil ich sehe da noch große Fragezeichen dahinter, wie das alles geregelt werden soll, damit wir auch unsere moralischen, ich sag mal, Vorstellungen, die wir in Gesetze gießen, damit das auch irgendwie geregelt abläuft. Und da habe ich den Bogen dann geschlagen zum Arbeitsschutz für Roboter und sowas. Also das finde ich höchst spannend, da müssen wir uns mal darüber austauschen. Was machen wir in der Verwaltung? Wir haben noch keine Verwaltungsangestellten durch Roboter ersetzt, falls Sie das meinen, sondern wir haben natürlich Anwendungsfälle praktischer Art. Wir haben Robotikprojekte, die wir umgesetzt haben. Ein ganz praktisches kennen Sie vielleicht, wenn Sie in der Neuen Mitte sind und parken in unserem neuen, in dem schönsten Park aus Deutschlands, dann werden Sie feststellen, dass da ein Reinigungsroboter herumfährt, der reinigt. Das heißt, wir haben natürlich dieses Thema schon auch Fachkräftemangel. Wie können wir diese auch die öffentlichen Aufgaben oder Reinigungsaufgaben, ganz banale Dinge,
die halt in der Stadt zu machen sind, umsetzen. Wir haben natürlich auch, das wissen Sie auch, ein Thema mit Sicherheit bei uns in der Stadt. Wir haben einen digitalen Begleiter entwickelt, der am Lederhof durch Anmelden begleiten, digital begleiten, also über eine App dann Sicherheit gewährleisten kann. Das sind so konkrete Aufgaben oder Fälle, die wir haben, um das umsetzen zu können. Es gibt den Pepper, diesen Roboter, humanoiden Roboter in unserer Bibliothek, der so ein bisschen als Projekt auch dargestellt ist. Dann haben wir im Verschwörhaus ein Robotikprojekt. Also wir tun ein bisschen was, um das Thema Robotik, Digitalisierung, KI sichtbar zu machen, auch im Alltag sichtbar zu machen, weil ich schon glaube, ich war heute Morgen bei den Entsorgungsbetrieben und habe die besucht, die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber natürlich sind das auch natürlich Arbeiten, da müssen Sie erstmal jemanden finden, der für diese Entgeltgruppe das alles macht und da brauchen wir natürlich auch Hilfe da dabei. Also es gibt, glaube ich, schon auch auf kommunaler Ebene einiges zu tun. Sehr spannend finde ich auch, das hat aber jetzt nichts mit der kommunalen Aufgabe direkt zu tun. Diese Zimmer, die digital so ausgestattet sind, dass man länger als älterer Mensch zu Hause bleiben kann. Das haben wir auch als Smart City, gibt es ein Projekt, das wir da entwickelt haben. Ich glaube, das ist schon ein Thema für unsere alternde Gesellschaft. Das hat was mit Selbstbestimmtheit zu tun, mit Hilfe zu tun, aber auch mit Kosten im Alter zu tun. Da, glaube ich, sind spannende Themen zu erwarten. Also wir haben konkrete Ansätze in Ulm, wie wir das machen können, in einem Biokosmos, der sich mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Da ist die Universität Ulm ein Riesenplayer. Das KIKO haben wir, Künstliche Intelligenz Campus Ulm, um das abzubilden. Also wir tun da auch was, um konkrete Projekte auch abzubilden, das greifbar zu machen. Aber natürlich sind wir da als Kommune erst am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall angewiesen auf solche Projekte. Sonst können wir unsere Aufgaben mit so ganz, ich sage mal, konkreten Aufgaben, die ich gerade vorher beschrieben habe, Stadt sauber halten, Sicherheit gewährleisten und so weiter, gar nicht mehr alleine schaffen. Also wir sind darauf angewiesen, dass KI und Robotik uns da auch in gewisser Weise auch helfen kann. Und ich glaube, da gibt es auch Anwendungsfälle dazu, sollten wir keine Angst haben. Wobei ich habe schon Respekt vor allen Dingen vor Ihrem Vortrag gehabt, als ich gesehen habe, wie diese Roboter das alles so menschlich machen. Und wie das laufen soll, ohne eben die Grenzen auch zu kennen, das finde ich spannend, müssen wir dann bei uns austauschen. Also Kommune braucht das, wir haben ein bisschen was, sind da auch stolz drauf. Mhm. Frau Alfsteiger, Herr Ansbach hat gesagt, ein Roboter oder eine KI wird einen Oberbürgermeister nicht ersetzen können, hoffentlich. Eine Oberbürgermeisterin natürlich auch nicht. Wenn Sie sich in Ihrem Aufgabengebiet jetzt mal nur so ganz kurz eine KI wünschen könnten, die genau das macht, was Sie wollen, ja, und die Ihre, Fülle an Aufgaben, die Sie ja als Bürgermeisterin haben, wirklich vereinfachen könnte, welche Aufgabe müsste die erfüllen? Das ist eine ganz miese Frage. Also mein Hauptziel meiner Arbeit besteht in der Regel darin, mich selber überflüssig zu machen. Insofern ich glaube, dass mich zwar ein Roboter nicht ersetzen kann, aber vielleicht gibt es irgendwann mal die Lösung dafür, dass man mich nicht mehr braucht. Die Wahrheit ist, ich bin weit davon entfernt, weil es einfach ganz viele Themen gibt, die bei mir aufschlagen und die ich lösen muss, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Insofern, ich rede jetzt gerade und versuche parallel zu denken, was es denn ist, was dann jemand für mich erfüllen sollen müsste, weil das Problem ist, die meiste Konfrontation jetzt fernab von solchen Themen wie Veranstaltungen, auf Podien zu sitzen, Reden zu halten und sowas, das will ich ja gar nicht, dass das ein Roboter macht, weil das ist ja der schöne Klar. Teil meiner Arbeit. Also insofern, nein, danke. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich meistens mit Themen zu tun habe, wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann kommen in der Regel wir zum Einsatz. Weil wenn alles gut läuft, will von mir überhaupt niemand irgendwas wissen. Also falls irgendjemand dieses Problem lösen kann, dann wäre es super, wenn jemand das übernehmen würde. Aber ich fürchte, das wird auch kein Roboter machen. So ein Problemfilter wenigstens, dass nicht ganz so viele bei Ihnen ankommen? Ja, dann kommt ja nur das Allerschlimmste bei mir durch. Dann macht es ja gar keinen Spaß mehr. Das hatten wir beim Thema Corona. 2 Jahre lang war nur kein Spaß. Also von dem her, das geht auch nicht. Ich mache meinen Job außerdem relativ gerne. Also ich möchte gar nicht, dass den jemand nimmt, trotz der ganzen Problembehandlung. Ich wollte Sie auch gar nicht mit der Frage eigentlich quälen, weil es geht ja auch darum, was
auch schöne Dinge zu machen, auch Dinge zu machen, die weiterbringen. Wir hatten das Stichwort Fachkräftemangel, wir hatten das Stichwort Bildung. Sie haben jetzt einiges an Projekten bei Ihnen in der Stadt, die eben speziell auch Schüler, jüngere Menschen und in Richtung MINT, KI und so weiter, Robotik auch bringen sollen. Können Sie da so ganz kurz mal darstellen, was haben Sie und was würden Sie gerne machen? Also speziell, was die reine Robotik angeht, da haben wir aktuell gar nichts Konkretes in Planung. Allerdings gibt es natürlich bestimmte Bereiche, da könnte man durchaus darüber nachdenken, in was zu tun. Also das geht beispielsweise in die Richtung Service-Roboter. Ja, wir haben natürlich Service-Dienstleistungen im Bürgerbüro beispielsweise, die da übernommen werden könnten. Allerdings ist es wirklich wahrscheinlich große Zukunftsmusik. Was man natürlich machen kann, ist so ein bisschen eine Spielerei. Ein Roboter, der die, die Menschen, die zu uns kommen, begrüßt, sie vielleicht an einen Platz geleitet, ihnen mitteilt, wann sie dran sind und solche Geschichten. Zugegebenermaßen, ich dachte eher jetzt so an die Bildung und die Bildungsprojekte. Ach so, an die Bildung. Genau. Ja, okay, alles klar. Also was haben wir da? Wir machen das als Stadt nicht, sondern das machen im Zweifel die Schulen. Schulen, genau. Und da an der Stelle sind wir natürlich relativ stolz. Ich weiß nicht, die müssen auch irgendwo hier sein, Lessing-Gymnasium und die Robotik-AG, da hinten wird gezeigt, hallo, die natürlich auf dem Feld des Robotik-Austestens und des Bildens mit Robotik ganz, ganz weit vorne sind bei uns. Es gibt auch andere Schulen noch, die Roboter haben, aber die sind natürlich ganz weit vorne, das Lessing-Gymnasium, die letztes Jahr ja Weltmeister geworden sind beim RoboCup und dieses Jahr ja auch angetreten sind und in ihren Kategorien auch in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, letztes Jahr in Bordeaux und dieses Jahr in Eindhoven bei den Europameisterschaften in ihren Kategorien dann auch Top-Plätze, nämlich den Europameisterschaftstitel und den Vize-Europameister geholt haben. Und das halte ich, genau. Ja. Für absolut grandios und ich glaube auch, dass das genau der Punkt ist, wo wir letzten Endes ansetzen müssen, denn das Thema MINT-Berufe, ich will jetzt gar nicht darauf ab, nur Frauen sind problematisch, sondern generell ist es problematisch, wenn es darum geht, in MINT-Berufe oder Studiengänge erstmal einzusteigen. Es fehlen uns 320.000 Menschen in MINT-Berufen bei uns in unserem Land. Wo sollen die denn herkommen, wenn wir sie nicht selber ausbilden? Ja, klar, Zuwanderung, bürokratische Hürden abbauen, Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus dem Ausland, aber insbesondere natürlich die eigene Aus- und Weiterbildung ist wichtig und je früher wir damit anfangen, desto sinnvoller ist das. Und damit sind wir jetzt wieder beim universitären Umfeld so ein bisschen. Ulm ist ja Wissenschaftsstadt, ist ja auch schön, wenn man und Sie sind beide Vertreter jetzt von Universitäten grundsätzlich. Wenn Sie vergleichen, wie Ihre Kollegen in China, USA forschen können und eben auch entsprechend das Land voranbringen können. Woran hapert es am meisten und holen wir das irgendwann noch auf? Also wenn man in die USA schaut, sind im Schnitt die Gehälter der Professoren höher. Wenn man nach China schaut, die haben hochattraktive Angebote, um Experten aus dem Westen zu holen. Da reden wir vom Signing-Bonus 500.000 Euro aufwärts. Das gibt es alles. Wir haben aber, und man kann sich bei uns immer streiten, wie gut die finanzielle Ausstattung ist. Profs werden ja heute nicht mehr nach der C-Besoldung besoldet, sondern nach W. Der Witz ist dann immer, W steht für weniger. Vor allem, wenn man aus der Industrie kommt. Aber wir haben was Unschlagbares, die Wissenschaftsfreiheit. Die hat Verfassungsrang. Das gibt es weltweit sonst nirgends anderes. Ich hatte auch Angebote, um nach China zu wechseln, aber da müsste ich jede Woche an irgendeinen Dekan Bericht erstatten. Und in Deutschland haben die Profs sehr weitgehende Freiheiten, da gibt es gute Gründe dafür. Und das ist absolut was, was für den Wissenschaftsstandort Deutschland spricht. Und die W-Besoldung, die kann man auch natürlich verbessern, das wäre immer gut. Aber wir Profs dürfen ja unbegrenzt nebenbei Consulting nachgehen. Also es gibt Möglichkeiten, dass es auch finanziell sehr attraktiv ist. Drittmittel sind natürlich eine Problematik. Und da ist vor allem diese enorme Bürokratie des Problems. Sie hatten erwähnt, ja. Europaprojekte mit
30 verschiedenen Institutionen. Man schreibt eigentlich nur Berichte, Ergebnisse sind irrelevant. Das ist ein großes Problem. Und man muss jahrelang warten, bis dann die Anträge entschieden sind. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr viel Positives hier. Das ist doch mal schön zu hören. Also was würden Sie sich auch wünschen, wenn wir jetzt gleich den Schritt machen zu, wie bringen wir das denn dann auch weiter in die Industrie? Also ich würde zunächst mal meinem Vorredner zustimmen und ich bin noch C-Besoldung. Ja, aber... Ja. Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass es immer bürokratischer wird, immer mehr Auflagen. Und jetzt müssen wir sogar Auflagen erfüllen, um sicherzustellen, dass unsere Doktoranden kein Wissen in Länder, wo es unerwünscht ist, profilieren können und so weiter. Und es wird immer schlimmer. Also im Laufe der Zeit musste ich damit leben, dass ich eigentlich immer mehr Aufwand treiben musste, um Drittmittel zu kriegen, um die gleiche Menge oder die gleiche Personenstärke zu bekommen, und immer mehr bürokratischen Unfug. Und jetzt an Einstellungsformulare sind zig Sachen, alles irrelevant. Wir schreiben da immer das Gleiche rein, weil kein Mensch kümmert sich auch drum, aber es muss eigentlich gemacht werden. Und wenn es mal schief geht, dann sind wir alle dran. Ja? Also das ist richtig schrecklich. Also die Bürokratie, die müssen wir tatsächlich irgendwann, man versucht es immer wieder einzudämmen, es passiert nichts, kommt immer eine neue Regelung hinzu. Und ganz blöde Frage, könnte das nicht auch eine KI übernehmen? Also zumindest das Ausfüllen der Formulare? Ja, doch, aber momentan füllen wir es einfach schon so aus wie beim letzten Mal und beim vorletzten Mal. Ja, das ist vollkommen unmöglich. Ja, ganz kurz, weil Sie von Ihren Doktoranden sprechen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie mehr Angst vor Bürokratie oder vor Spionage? Ich habe Doktoranden gehabt von der NUDT in China. Die waren wirklich gut. National University of Defense Technology. Und die haben mir geholfen, auch mit meinem Quadrocopter dann zu fliegen. Jetzt, ich weiß, einer von denen ist Offizier jetzt dort und forscht auch weiter. Aber wenn ich jetzt Leute gehabt hätte von England oder von Spanien oder so weiter, zunächst mal war lange Zeit China unser Lieblingspartner. Ja? Jetzt plötzlich ändert sich das jetzt gerade, dass da Gefahr besteht, dass sie mehr mit Russland als mit Europa und USA kooperieren. Und also ich habe weniger Angst jetzt vor Spionage. Ich glaube, Bürokratie ist das, was mich viel mehr stört. Ja. Herr Eisenlauer, ich würde gerne zu Ihnen zurückkommen und sozusagen den Punkt fragen. Wir haben jetzt gehört, wie kommt die Forschung zustande, was könnte besser sein. Was könnte für Sie besser laufen, wenn Sie neue Forschung sozusagen ins Produkt bringen wollen? Das ist das eine. Und was würden Sie anderen raten, die sagen, wow, das ist ja toll, was ich alles hier höre, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll? Mit Forschung, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, weil wir als Mittelständler eher Anwender sind. Also wir forschen nicht. Aber Sie nutzen ja die Ergebnisse der Forschung. Wir nutzen die Ergebnisse, aber jetzt speziell auch im Bereich der KI sind wir natürlich extrem vorsichtig. Ja? Weil zum einen müssen wir fremdes Know-how schützen, wir wollen unser eigenes Know-how nicht preisgeben, wollen aber trotzdem irgendwie vorankommen. Und das sind dann schon so Themen, wo man als Mittelständler eher alleine unterwegs ist, weil wir dann natürlich nicht große Gruppen einrichten können, die sich jetzt mit so einem Thema mal beschäftigen. Also es ist wieder irgendwie, geht es so ein bisschen in die Richtung Bürokratie. Was wir aber schaffen als Mittelständler, wir sind untereinander gut vernetzt. Wir helfen uns gegenseitig und wir arbeiten auch gut mit der Hochschule oder mit den Universitäten zusammen. Und so kommen wir eigentlich ganz gut voran. Ich würde sagen, wir haben da nicht zwingend das Problem als Mittelstand. Wir finden da unseren Weg. Ja. Und Sie setzen
ja, auf diese Effizienzsteigerung durch Robotik und eben durch eine immer einfachere Anwendung derselben. Wer kann denn da aus Ihrer Sicht noch außerhalb Ihrer Branche von am meisten profitieren? Also ich denke, dass da viele Mittelständler davon profitieren können und dass man wahrscheinlich auch im Handwerk drüber nachdenken muss, die eine oder andere Thematik zu automatisieren. Und vor allem, glaube ich, muss man sich vernetzen, und das sind diese Large Language Models ganz gut. Denn was tun wir momentan in der Automatisierung? Wir lösen jedes Problem 100-mal. Jeder löst es für sich alleine, irgendein Pick and Place. Und das Gute ist, wenn man sich vernetzt oder wenn man so ChatGPT oder wie auch immer nutzt zur Programmierung oder ich nenne es jetzt mal zur Bedienung eines Roboters, dann lernt er ja jedes Mal und dann muss nicht das Rad immer wieder aufs Neue erfunden werden. Und ich glaube, das ist wichtig und da müssen wir uns auch in der Industrie oder im Handwerk muss man sich vernetzen und sich austauschen, denn unser Problem ist ja nicht der Wettbewerb im nächsten Landkreis, sondern wir hören es ja. In China sind 1,7 Millionen Industrieroboter im Einsatz, weltweit sind es 4,5 und die wollen das verdoppeln. Wir verdoppeln das in 10 Jahren, die Chinesen verdoppeln ihre Robotikinstallation innerhalb von 3 Jahren, 2, 3 Jahren. Ja. Also die sind in einem ganz anderen Speed unterwegs. Und es geht meiner Meinung nach nur, wenn wir viel stärker uns vernetzen und zusammenarbeiten. Also sozusagen nicht jeder macht seine Anwendung alleine, sondern man schließt sich zusammen, um voneinander zu lernen. Genau, wir haben hier in Ulm so eine KI-Stiftungsprofessur ins Leben gerufen, zusammen mit der IHK. Und das ist so ein Beispiel, wo die Unternehmen sich austauschen. Und ein Thema, das einer angeht, macht der andere nicht, sondern wartet auf die Ergebnisse da und wir lernen dann voneinander. Mhm. Stichwort China. Frau Richter, das ist ein Thema, was ja auch die Automobilbauer umtreibt. Da will ich jetzt nicht zu sehr in das aktuelle Thema mit Autos und Zöllen gehen, sondern Sie eigentlich mal fragen, die Chinesen kommen immer schneller als Innovatoren, wie auch Herr Klauner gesagt hat, und sie beschleunigen sowohl die Produktion als auch die Entwicklung, was Robotik und was Herstellung angeht. Was ist denn jetzt, Sie sagen ja, Ihre Vorstellung ist, am liebsten hätten Sie einen Roboter, der gar nicht mehr programmiert werden muss, sondern der quasi von seinem Roboterkumpel lernt. Ne? Also Sie holen einen, der jetzt endlich mal eben nicht kündigt, nicht krank wird und dieses blöde Karosserieteil erfolgreich in die Maschine legt und dann brauchen Sie den zweiten und den dritten, der das tun soll, gar nicht mehr selbst anlernen, sondern der, keine Ahnung, ob das über WLAN läuft oder wie die sich dann austauschen, die beiden Roboter, aber die tauschen sich aus und dann läuft das, ohne dass sie nochmal diesen ganzen Übungsprozess durchlaufen müssen. Ist das etwas, wo wir in Europa mit unseren Technologien so schnell weiterkommen werden oder auch als europäischer Hersteller im Vergleich jetzt zu den Chinesen, die extrem viel staatliches Geld da ja auch reinpumpen, die extrem subventionieren und die das sich ja auch mit zum Staatsziel gemacht haben? Das ist eine super spannende Frage. Die Chinesen, mit denen wir zu tun haben im Robotikfeld, suchen immer noch nach deutscher Expertise. Mhm. Von den 24 Startups, die ich vorhin genannt habe, sind die meisten auch wie wir im Robot Operation System unterwegs, im ROS-Ökosystem. Mhm. Wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir auch Produktionsstätten in China selber haben und unsere chinesischen Kollegen für uns dort auch ein bisschen den Markt erforschen können, ohne dass wir in gewisse Datenschwierigkeiten kommen. Auch für uns ist das ein Thema, wie Daten in Deutschland gehandelt werden, wie Daten weltweit gehandelt werden. Ja, Sie aber dürfen ja auch aus China keine Daten mehr mitnehmen mit diesem neuen Spionageakt, ne? Genau, das ist nochmal
innerhalb der Firma noch mal ein bisschen anders gehandhabt. Aber ja, prinzipiell auch, das ist nicht nur der Spionage-Act, das ist auch der European EA-Act. Ne? Also der spielt da schon auch noch groß mit rein. Aber die Entwicklungsgeschwindigkeit, die Chinesen haben durch extra Power, extra Money, extra Investments für Experten, die darüber kommen, die ist schon gewaltig. Also mehr anstrengend? Oh. Also ich fand jetzt den Vorschlag mit dem Vernetzungsthema super. Also da braucht man halt nur das Ökosystem, um das tun zu können. Aber ist es tatsächlich so für dieser ominöse Griff in der Kiste? Ich glaube, Sie hatten das vorhin in Ihrem Vortrag mit gehabt. Das ist ja immer noch das große Mysterium der Industrie, das wirtschaftlich hinzustellen. Ich habe eine Kiste mit Bauteilen, die liegen, wie sie da drin liegen. Und ich muss die halt wirklich in Taktzeit greifen und nicht nur, wo sie liegen, sondern auch noch dahin positionieren, wo sie hin müssen. Das hat bis jetzt noch keiner wirtschaftlich geschafft zu lösen. Wir haben auch jeweils 1 Million hat so eine Anlage gekostet, die das tun kann, halbwegs. Das wäre preiswerter, wenn einfach mehr dabei sind, die sowas auch einsetzen. Das ist auch für den Hersteller effizienter im Einsatz. Also ich glaube, da können wir tatsächlich noch viel tun, das in die Breite zu bringen. Jetzt, Menschen und Bürger sind ja ein bisschen so wie diese Teile, ne? Die sind alle anders und man kann die nicht alle über einen Kamm scheren und jeder ist individuell und so weiter. Gleichzeitig gibt es ja Dinge, die bei allen irgendwie wiederum standardisiert sind. Jeder braucht irgendwann einen Personalausweis, Anwohnerparkausweis, was auch immer. Zum anderen haben wir Dinge wie Pflege und so weiter, die auch immer mehr in den Blickpunkt rutschen. Jetzt habe ich an Sie, Frau Alpsteiger, die Frage, diese Standardisierung und diese Standardanwendungen, die es in Verwaltung gibt, die in anderen Ländern zum Teil ja voll durchdigitalisiert sind, in Deutschland zum Teil halt nicht. Was macht Ihnen da eigentlich in der Praxis am meisten Schwierigkeiten, wenn Sie da so drüber nachdenken, wo man da weiterkommen könnte? Und viel heißt es ja, hat mit den vielen verschiedenen unterschiedlichen föderalen Ebenen zu tun und den vielen verschiedenen IT-Systemen und so weiter, die da erfordert werden oder eben auch nicht. Also jammern Sie mal ein bisschen. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Möchte ich gar nicht machen. Und es gibt ja keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Ja. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich einige Anwendungen gibt, wo wir uns insbesondere im Bereich automatisierte KI durchaus Anwendungen vorstellen können und das teilweise ja auch schon tun. Ja. Wir hatten das auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, hier an dieser Stelle, auch in dieser Runde bereits, wenn ich zum Beispiel an solche Dinge denke, wie wenn es um das Hochwassermanagement bzw. Frühwarnsysteme geht, wenn ich daran denke, dass automatisierte und bzw. KI-basierte Antragsbearbeitung stattfindet. Aber ich kann mir das auch vorstellen im Bereich von, Stichwort Robotik, Drohnen beispielsweise, die irgendwelche Verkehrsinfrastrukturströme analysieren, messen, entsprechend auch weitergeben und daraus lernen. Ich habe das Thema bei der KI-basierten Stadtplanung beispielsweise, wo man ja auch Daten füttern könnte und kann, wenn es um zum Beispiel Bevölkerungsprognosen geht oder Verkehrsmobilitätskonzepte beziehungsweise Mobilitätsströme, wo es ja auch diverseste Zählungen und Studien und alles Mögliche gibt. Und nach dem kann man ja dann arbeiten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir always broke sind. Ja, wir... Vielleicht kann mein Kollege Martin ein bisschen optimistischer über das Geld sprechen. Da tue ich mich tatsächlich extrem schwer. Kommunale Haushalte, und da könnte ich richtig lange drüber jammern, sind immer, da sind die Kassen leer. Und wir sind ja maximal darauf angewiesen, dass wir wiederum über die Gewerbesteuern, deswegen absolut Daumen hoch bei jeder, der in den Invest geht und hier zukunftsfähige Unternehmen am Standort sichert,
Das ist die Grundlage von all dem, was wir letzten Endes in der zweiten Reihe erst tun können. Wir brauchen das Geld, um in diesen Bereich investieren zu können. Und da ist es halt in der Kommune, wo es wirklich nur um die Steuergelder geht, wo man bei jedem Euro den dreimal umdreht und ja noch nicht mal drüber alleine entscheiden kann, sondern gesamter Stadtrat, 45 Personen, die über die Verwendung der Gelder entscheiden, anstatt einmal anzuschaffen und zu sagen, so und so machen wir das jetzt. Und es macht total Sinn, in den Bereich Forschung von automatisierten Fahren zu investieren. Und das kostet mich nächstes Jahr 10.000 Euro. Und dann dauert es eine zweistündige Debatte im Stadtrat, bis ich denen erklärt habe, warum die 10.000 Euro an dieser Stelle wichtig sind. Das ist schwierig. Ja, also diese Überzeugungsleistung an dieser Stelle, das heißt nicht unmöglich. Und da sind natürlich auch Leute dabei, die nach vorne denken. Aber es scheitert ganz, ganz häufig am Geld, ganz profan. Und die zweite Geschichte ist, da wo das Geld dann da wäre, fehlt es an Personal. Also, und da beißt sich die Katze letzten Endes in den Schwanz. Wir haben im Bereich OZG-Maßnahmen, also all diese Maßnahmen, die praktisch im digitalen Bereich sind. Genau. Ja, genau, wo die Bürger kommen können und von der Hundesteueranmeldung bis zur Beantragung vom polizeilichen Führungszeugnis und solchen Geschichten, da investieren wir natürlich schon rein, aber wir haben da exakt eine Person im gesamten Rathaus. Ich habe 1.000 Mitarbeiter, nur dass man mal den Prozentsatz ungefähr weiß, die sich aktuell um diesen Bereich kümmert. Ja, ich glaube, das erklärt sich jetzt alles Weitere von selbst. Ja, Herr Ansbacher, Sie haben vermutlich ähnliche Probleme und ähnliche Herausforderungen. Sie haben aber auch einen riesen Wissenschaftsbereich um sich herum und ganz viele Firmen. Und wir haben ja eben über Vernetzung gesprochen. Ginge da nicht was? Ich fand den Vortrag von meinem Professor Zell deswegen so interessant, weil ich natürlich da zwei Ulmer Firmen waren, oder mindestens eine habe ich erkannt, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte. Da müsste man also noch tatsächlich nochmal nachschauen, wie kann man unterstützen, einfach mal auch die Aufmerksamkeit auf diese Firma legen. Ich glaube, ja, wir haben ein unglaubliches gutes Ökosystem an Gründungsmöglichkeiten und an Unterstützungsmöglichkeiten. Und die Wissenschaftsstadt bietet uns da einfach die größtmögliche Option. Aber können die Ihnen nicht die zwei Mitarbeiter schicken? Das sind wir wirklich gut aufgestellt, was jetzt diesen, ich sag mal, wirtschaftliche Stärke auch in Sachen KI und Digitalisierung anbelangt. Und die Universität Ulm spielt da eine ganz entscheidende Rolle und der Professor Weber sitzt hier. Wir sind da gemeinsam immer unterwegs, mit anderen auch, um das wirklich auch stärker weiter zu fördern. Und da machen wir uns wirklich auch als Stadt Ulm sehr stark und auch flächenmäßig, dass wir das weiterentwickeln können. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt für auch die Prosperität unserer Stadt. Uns geht es erfreulicherweise wirtschaftlich besser als der Stadt Neu-Ulm. Und zum Thema Digitalisierung. Wir haben von 300 digitalisierten Prozessen 158 abgebildet. Da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir haben eine digitale Roadmap aufgesetzt, in dem wir unglaublich viele Stellen aufgebaut haben in diesem Bereich, weil wir gemerkt haben, wir sind da einfach auch wirklich gefordert, um unsere Verwaltung gut auszustatten, zunächst mal, dann aber auch in die Digitalisierungsprozesse reinzugehen und dann auch wirklich unsere Verwaltung modern auszustatten und modern zu machen, weil natürlich haben wir das Fachkräfteproblem und wenn einer Hundesteuer oder Ummeldung oder sonst irgendwas machen muss, da brauchen wir keine Fachkraft sitzen, das muss schneller gehen. Da sind wir noch nicht ganz gut, aber wir sind auf einem guten Weg, haben wirklich da viel Geld investiert, viel Personal investiert und glaube ich, da sind wir ganz gut aufgestellt und da kann sich Ulm sicherlich sehen lassen. Smart City sind wir natürlich auch dabei mit Projekten, die wir haben. Da wollen Sie wahrscheinlich später noch drauf kommen. Oder? Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Achso, dann höre ich auf. Also Ulm geht's gut, wir machen viel und wir geben weiter Vollgas, damit Ulm weiter modern bleibt. Das ist jetzt eine ganz kurze, aber da muss ich jetzt mal eine ganz kurze Wissensfrage, also wenn Sie jetzt möglicherweise mehr digitalisiert haben als die Frau Alpsteiger in Neu-Ulm. Das soll keine Konkurrenz. Nein, möglicherweise und so weiter, es geht nicht um Konkurrenz, sondern Sie können Sie ihr die IT nicht einfach abgeben, also kann man da nicht kopieren, also ich meine, es ist ja nicht materiell, das ist jetzt echt eine. Ja gut, aber die Kassen sind klamm, habe ich gehört, also da müssen wir halt nochmal reden miteinander.
wäre ja das erste Mal, dass es funktionieren würde, von der einen Seite der Donau auf die andere Landesgrenze. Also so ein USB-Stick. Aber es gibt ja eine Com1, also die für Baden-Württemberg, die Digitalisierung ja ein bisschen für uns steuert. Ich glaube, das können wir schon, natürlich, das ist das schon auch ein bisschen Zuständigkeitsproblem tatsächlich. Aber wir sind eigentlich geübt da drin, immer das Beste von beiden Seiten rauszuholen. Das stimmt. Okay, also ich glaube, Sie müssen dann nochmal irgendwie checken. So, ich habe gehört, es soll hinterher lecker Essen geben. Und deswegen habe ich jetzt eine ganz kurze Abschlussfrage an Sie alle. Mit der Bitte um eine ganz, ganz kurze Antwort. Und zwar, nach allem, was wir heute gehört haben und nach allem, was Sie wissen und was Sie selbst in Ihren Berufen machen, in welchem Bereich erwarten Sie, dass KI-basierte Roboter in den nächsten 10 Jahren den größten Einfluss so auf das tägliche Leben haben werden? Wer will anfangen? Vielleicht hat ja jemand spontan eine Idee. Sie hatten gerade mich angeguckt, deshalb habe ich mich angesprochen gefühlt. Ich glaube, dass die tatsächlich in der Produktion eine große Rolle spielen werden. Wenn es einfacher ist, auch für Mittelständler einen Roboter hinzustellen, Sie haben zwar die Cobots so ein bisschen despektierlich genannt, aber ich finde es toll, dass die jetzt keine Käfige mehr brauchen, dass die direkt mit Menschen interagieren können und so weiter. Ich glaube, dass da durch die Entwicklung jetzt durch die Large Language Models, durch die Bildverarbeitung, durch die neue Sensorik, durch die Möglichkeiten mit Roboterarmen was zu machen, dass da ganz viel drin ist. Ich glaube, dass humanoide Roboter, das sind so Showcases, wir sind top vorne dabei. Aber was wirklich was bringt, sind tatsächlich stationäre Roboter oder Roboter, die vielleicht nur rollen und die Dinge herstellen und denen man sagen kann, was sie herstellen sollen und die dann auch sagen, das geht nicht oder da fehlt mir das Teil oder sowas. Und zwar mit Menschen kommunizieren können. Mhm. Und das ist jetzt möglich und das ist toll. Also der Verkäufer ohne Unterleib sozusagen. Nee, nicht der Verkäufer, sondern die was herstellen. Ja. Okay. Ich gehe jetzt einfach so rum durch. Ich sehe das ähnlich wie Sie, auch in der Produktion, da bin ich eindeutig. Bei dem Kollaborieren bin ich nicht ganz so eindeutig. Ich glaube, der große Vorteil der kollaborativen Robotik ist eher das einfache Einrichten, als dass man mit dem rummacht und ständig mit dem zusammenarbeitet. Also ich lege mich da fest, Herstellung. Ich würde sagen, also wenn es auf die Kommune bezogen ist, ich habe es vorher schon gesagt, in der Daseinsvorsorge kann und müsste das wahrscheinlich schon aufgrund des Fachkräftemangels eine Rolle spielen. Ich glaube, öffentlicher Raum, Sicherheit, autonomes Fahren, ÖPNV, ich glaube, da kann viel an KI und Robotik vielleicht helfen, das modern zu machen. Ich glaube, da sind große Chancen da, also wenn es auf die Kommune bezogen zu beantworten ist. Es ist ein bisschen langweilig, wenn ich sage, das glaube ich auch. Ich glaube, dass der größte Sprung letzten Endes, den man machen wird, genau in den Bereichen gemacht werden wird durch die Robotik, KI-basierte Automatisierung, wo eben der größte Fachkräftemangel auch an der Stelle herrscht. Und das ist, du hattest da das Thema auch Reinigung beispielsweise genannt. Das sind diese ganzen einfachen vermeintlich einfach, Sie wissen, was ich meine damit, Tätigkeiten, für die es heute keine Menschen mehr gibt, die wir aber unbedingt erledigt brauchen. Und da gibt es natürlich einige Anwendungsbereiche, da glaube ich, da kann man dieses Fachkräfteproblem trotzdem dadurch lösen, dass auch Qualität sichergestellt werden kann. Aber natürlich auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, mit Menschen sehr eng zusammenzuarbeiten, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Platz, weil da geht es auch ganz viel um Vermenschlichung oder Entmenschlichung, eigentlich das Gegenteil davon, und natürlich auch um ganz viele ethische Fragen. Ich würde jetzt genau, die ethischen Fragen würden jetzt ein ganz eigenes Panel erfordern, aber sie sind definitiv da, glaube ich. Die ethischen Fragen, ja, die sprengen den Rahmen. Aber ich glaube auch, wir werden in der Produktion die ersten, seien es humanoide Roboter mit Beinen oder ohne Beine, es geht um die Oberkörperfunktion und was kann ich mit 2 Händen tun. Ich glaube aber, wer es am dringendsten braucht, ist der Pflegebereich, der Medizinbereich, all da, wo es heute noch fehlt. Und ich glaube ein bisschen daran, dass die Industrie das vielleicht ein bisschen vorentwickelt, weil sie es auch leistbar machen kann und das dann die Bereiche, die sich sowas noch nicht leisten können, im Endeffekt davon profitieren. Das ist meine große Hoffnung.
Ja, die größten Veränderungen werden wir nicht in der Produktion sehen, weil wir da heute schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben, gerade beim Karosseriebau teilweise 98, 99%. Da kann man noch was tun, aber bei Dingen wie jetzt Pflege, Fahren und so weiter, da ist halt bisher sehr wenig automatisiert und da können wir auch deutlich mehr Impact haben. Natürlich in der Produktion brauchen wir es auch, aber da wird nicht der größte Impact sein. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Buffet. Herzlichen Dank. Genau. Ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an alle Podiumsteilnehmer und sage einmal noch an Herrn Fritz das Wort. Und ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank an die Runde natürlich. Einen tosenden Applaus. Wenn Sie noch mal kurz runtergehen, wir brauchen noch genau 6,5 Minuten. Okay. Vielen Dank. Doch noch nicht direkt.